Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FeeDBs Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. Wir stehen hier gerade im wunderschönen Sonnenaufgang. Sehr schön da. Und wenn ihr euch so umguckt, dann seht ihr, oh, hier sieht es ein bisschen anders aus als in der letzten Folge. Und das liegt daran, dass ich in der Zwischenzeit gestreamt habe und viele Arbeit, die ansonsten in recht langweiligen Folgen geendet wäre, schon im Voraus erledigt habe. Lass uns noch mal kurz ein Recap machen. Was war denn am Ende der letzten Folge? Genau, wir waren so ganz, ganz kurz davor, das richtige Solar Panel zu machen. Das Einzige, was uns dafür gefehlt hatte, war halt das mehrere Ultimate Panel durchlaufen und diesen Quantum Core, wo uns halt auch noch ein paar Grundlagen dafür gefehlt haben. Lasst mich euch sagen, mittlerweile sieht die Welt etwas anders aus, denn nachdem das offensichtlicherweise offscreen durchgelaufen ist, konnte ich tatsächlich mein allererstes Quantum Solar Panel craften, aka das Industrial Craft, wenn man so möchte, Pendant zu meinen Ultimate Solar Panels. Und lasst euch sagen, das ist sackschnell, weil halt diese Konvertierung von RF zu EU, die ansonsten immer nur unnötig kompliziert gemacht werden müsste, weil die einfach wegfällt. Also konnte ich meine ersten beiden Quantum Solar Panel craften und eins steht aktuell da drüben und eins steht hier drum. Warum, erzähle ich euch später. Mein Ziel ist es, ungefähr 20 von diesen Dingern herzustellen, um meinen gesamten UU-Meta-Prozess, den ich hier ein kleines bisschen im Stream umgebaut habe, zu optimieren und wesentlich, wesentlich mehr UU-Meta herzustellen. Um ganz genau zu sein, 15 mal mehr UU-Meta mit einem Energie-Output von, ich weiß nicht, in RF gemessen, wahrscheinlich so eine 500.000 RF oder sowas, die dazu tatsächlich notwendig wäre. Was das da hinten ist, da kommen wir später noch zu, das ist eher so eine Spielerei. Okay, das ist also mein Ziel gewesen. Was ich also gemacht habe, ist versucht, mehr von diesen Panels herzustellen. Und das sehen wir auch aktuell, wenn ich hier mal durchgehe. Das ist der aktuelle Prozess. Hier werden aktuell noch 34 von diesen Boards benötigt und dann kann das tatsächlich einmal sauber hier durchlaufen. Der Witz ist allerdings, dass aus irgendeinem Grund diese Geschichte hier hinten sehr, sehr langsam ist. Also ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber irgendwie kommt hier drin nie Wasser an. Und deswegen dachte ich, wir helfen dem guten Freund, Kollegen hier mal schnell nach. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Also irgendwie, der hier sollte zwar exportieren, tut er aber irgendwie nicht. Und das ist, sorgt für ein bisschen komische Effekte. Weil eigentlich geht das doch relativ schnell mit diesen Boards. Aber irgendwie will er nicht. Und Wasser nachlaufen lassen, sorgt auf dieser Welt echt für erstaunlich gute Lags. Ja, da kommen dann diese Circuit Boards raus. Das ist eigentlich das, was passieren sollte. Und ja, ich push das jetzt gerade mal so ein bisschen hinterher, damit die auch tatsächlich dabei rauskommen. Also frag mich nicht, wir müssen das noch ein paar Mal machen. Ich habe eigentlich eine Automatisierung dafür, aber irgendwie, ich glaube, weil er versucht, das Wasser immer an so viele andere Stellen auch einzufüllen, geht das schief. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht ganz so prickelnd. Wasser, versteht ihr? Okay, also das ist die Geschichte. Was ansonsten nicht ganz so optimal war, war die Herstellung von Sonarium. Denn das ist das Zeug, was hier oben drin ist. Das ist dieser Molecular Transformer hier. Und der bekommt Glowstone rein und macht daraus dann ein Sonarium-Piece. Und das hat so langsam gedauert, dass ich dem einfach ein weiteres Quantum-Panel, das ich in der Zwischenzeit hergestellt hatte, hingestellt habe. Jetzt ist es ein bisschen schneller. Noch nicht ideal. Ich möchte eigentlich statt dem hier 4 weitere davon dastehen haben. Aber es ist schon mal, es ist ein guter Anfang. Auf jeden Fall das. Das bedeutet, dass wir jetzt tatsächlich bis auf unseren begrenzten Faktor, das Iridium, ohne Probleme ganz, 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 ganz viel, wir haben auch schon wieder neues Iridium, Solarpanel herstellen können, weil alles andere ist wirklich, also auch der Prozess und alles, diese Industrial Craft Solarpanels sind so viel simpler herzustellen. Ich weiß, warum man für die ne, das benötigt und für die anderen nicht, weil der ganze Prozess ist einfach so viel geradliniger und schneller und vor allem auch billiger, was die Ressourcen angeht. Was ich deswegen gemacht habe, ist mir einen Puffer zu bauen. Wir sind auch schon aktuell 177 drin und das wird jetzt langsam gefüllt. Ihr seht, wie viele Upgrades ich drin habe. Ist letztlich dafür da, um einfach immer einiges an Sonarium da zu haben, wenn man eben gerade welches braucht, um neue Solarpanel herzustellen. Und mein Ziel ist es, wie gesagt, dass am Schluss hier drüben 15 solche Solarpanel auf meinen neu erstellten Mass Fabricate entstehen. Denn, und deswegen ist es 15 mal so schnell, wenn ich hier überall solche Öles dran packe und das konvertiere, die Energie, dann braucht oder bringt so ein Panel gerade mal so viel wie ein solches Solarpanel. Das heißt, wenn ich jetzt hier nur ein weiteres dazustelle, ist der Prozess hier schon doppelt so schnell. Und ich kann 5 hier ranstellen, 1, 2, 3, 4, 5 und hier nochmal 5 und 5, dann mal eine Ver-15-fachung, wenn ich noch mehr Scrap reinballer, wahrscheinlich eine noch viel krassere Vervielfachung von meiner UU-Meta-Produktion.
Ansonsten, was hier übrigens steht, ist super easy. Wir haben einfach hier nochmal ein paar Bedrockim Drums und das UU Matter wird hier halt gespeichert, gepuffert und dann in den Replicator, der halt momentan alles verbraucht, reingegeben und die Output-Items werden dann hier reingegeben. Mehr Magie ist es aktuell tatsächlich nichts. Ja, und das andere ist so, wie es da war. Das ist der Teil, den ich dazu gemacht habe. Dann wollte ich noch ein neues Panel hier machen. Und das hat auch ewig gedauert, weil mein Stahl im Arsch ist. Weil es so ewig braucht, bis Stahl produziert wird. Was ich deswegen gemacht habe, ist einen neuen Induction Smelter, einen Resonant Induction Smelter hinzustellen, das irgendeinem Grund Coal-Probleme gerade hatte. Und habe ihm als Augments die Speed-Upgrades mitgegeben, weswegen der jetzt 8-mal schneller arbeitet. Und er macht wirklich Duck. Stahl, 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 Stahl. Also das geht ziemlich gemütlich voran. Ich kann das euch mal kurz zeigen, wie schnell es wirklich zischt. Seht ihr das? Stahl, 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 Stahl. So easy geht das. Relativ geil. Endlich mal eine vernünftige Verbesserung, würde ich mal behaupten. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob der hier eigentlich... Nee, irgendwie nicht. Ne? Also eigentlich hat der den Job, den zu triggern und neuen Stahl herzustellen, aber aus irgendeinem Grund will er das nicht. Wir wissen es noch nicht, warum. Reinforced, wie heißt denn das? Steel. Also eins ist aktuell da, Refined. Obwohl ich gerade mehr hergestellt habe. Also irgendwas muss an irgendeiner Stelle noch hängen. Und das gucken wir uns jetzt als allererstes an. Denn ihr seht, mein Rezept hier hängt. Er sagt, dass noch 11 Stahl fehlen. Das ist ja auch spannend. Er sagt, dass 11 Stahl fehlen, obwohl er eigentlich alles reingepumpt hat. Da ist wahrscheinlich irgendwo ein Calculation-Fehler oder irgendwas hat gerade noch gefehlt. Ist ja auch egal. Wir können ihm ja das Zeug von Hand liefern. Und ihr seht, dass jetzt dürfte es gleich rattern, Alter. Wenn jetzt gleich der restliche Stahl hier durch ist, dann dürfte der tatsächlich irgendwas ziemlich Cooles sehen, hoffe ich. Weil jetzt dürfte er gleich ratatatatata. Das war's. Oder? Waren wir gerade wirklich dabei, live zu sehen, wie ein Ultimate-Panel hergestellt wird? Tatsächlich, wir haben das nächste Ultimate-Panel. Und warum brauche ich dieses Ultimate Panel? Für den Kram da hinten. Und das ist das Letzte, was ich im Stream noch gemacht habe. Und zwar ist das die Maximalgröße eines Assembly Tables mit der Maximalanzahl von Lasern, was 11x11x6 Laser sind, also irgendwie über 500 auf jeden Fall. Und ein bisschen größer als dieses Mini-Ding hier hinten. Kostet auch ein bisschen mehr Strom, ungefähr 60% an des Ultimate Panels. Deswegen habe ich das Ultimate Panel gewählt. Und ansonsten hier in der Seite ist alles schön mit diesen Energy Conduits, die gerade noch stark genug sind, um eine Seite an sich zu puffern. Und weil das halt zu bauen nicht ganz so geil ist, habe ich das im Stream schon angefangen. Laser und so weiter und auch die Herstellung von denen ist wirklich pups einfach. Ich muss ein bisschen Nitor nachliefern und so, aber keine krasse Magie. Und deswegen habe ich das im Stream angefangen vorzubereiten. Das wird auf unserer neuen Plattform, die ich dafür gebaut habe, die nächste neue Attraktion werden, wenn man so möchte. Also, wir haben die Ultimate-Geschichte abgeschlossen. Was aber noch fehlt, sind unsere Circuit-Boards. Deswegen gucke ich jetzt hier nochmal kurz rein. Der hat ein echtes Wasserproblem. Und ich verstehe nicht ganz, warum er nicht von sich aus das Wasser hier von nimmt. Weil eigentlich sollte das doch, oder? Also, soweit ich das verstehe, sollte er das. Was ich natürlich versuchen kann, ist ihm eine weitere Pipe zu geben. Ob er die will, weiß ich nicht. Aber ich kann sie ihm mal geben. Jetzt hat er nämlich noch einen weiteren Input, durch die eventuell was reingegeben werden kann. Aber es wundert mich. Eigentlich sollte der wirklich immer genug Wasser haben. Also das ist so, das sollte so überhaupt kein Problem für den sein, das Wasser hier durchzubekommen. Aber er tut es nicht. Und das ist ein Problem, denn für die Herstellung der restlichen Geschichten brauchen wir noch 24. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich, glaube ich, mit einem Bucket hier stehen. Also ich habe ja Buckets eigentlich hier. Wir werden hier mit einem Bucket stehen und eben noch 24, also noch dreimal das komplette Ding voll machen, damit der dann unsere restlichen Panels. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ihr sagen könnt, woran. Ich glaube, es liegt wieder mal an diesen dämlichen Pipes. War ja schon immer das Problem. Das war auch der Grund, warum ich mal was ins Immunsystem pumpen wollte, um einfach von diesen dämlichen Pipes wegzukommen. Weil klar, mit dem World Interaction Upgrade ist es eine super Pumpe, aber ich glaube, wir sollten uns mal was Besseres überlegen, weil das ist halt schon, gelinde gesagt, ein bisschen ein Abfuck und eigentlich nicht der Inhalt, den ich euch in der heutigen Folge präsentieren wollte. Aber gut, immerhin haben wir das nächste Ultimate Panel. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie der Prozess so aussieht, wenn man das Ding hier hochzieht. Ist vielleicht mal ganz spannend, denn da musste ich auch noch Infrastruktur für bauen und so weiter, um diese Dinge hier herzustellen.
weil da war auch noch nicht alles da, sag ich mal, was man dafür benötigt, nur das meiste. Das Geile ist, diese Dinger reagieren tatsächlich auf den Wand. Also du kannst hier einfach so easy hier ein bisschen rumschweben und dieses Teil hier hochziehen. Der Wahnsinn, finde ich. Im Gegensatz zu den Lasern geht das mit denen hier super easy. Denn ihr seht schon, die Laser, die sind ein bisschen kniffliger. Man braucht natürlich schon einiges davon. Also deswegen habe ich auch ein paar hundert offscreen vorbauen lassen. Allgemein, man muss mal das so sagen. Also ich meine, ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen, also bevor ich diese Folge aufgenommen habe, ich meine, ich bin ja gerade auf der Gamescom, habe ich zwei Tage gestreamt, also nicht zwei Tage am Stück, aber ihr versteht, was ich meine. Und tatsächlich braucht es schon so in Real-Life-Zeit, hat das schon mal 24 Stunden gedauert, so ein Teil aufzubauen. Irgendwie beeindruckend, meiner Meinung nach, wenn man sieht, wie viel Technik und Scheiße hinten dran hängt, was wir alles machen, damit das überhaupt hier vorangeht, nicht wahr? Okay, falls ihr übrigens bei dieser Folge, wie auch bei allen anderen Videos so die letzten Tage kamen, alle, wo ich ein blaues T-Shirt anhab, irgendwelche dummen Schreie oder Geräusche oder sonst irgendwas hören solltet, meine Freundin hat Besuch und guckt übertrieben laut Fernsehen und irgendwelche Horrorfilme an. Deswegen, jeder hat so Hobbys um 14 Uhr nachmittags, ich arbeite, sie guckt halt übertrieben laut Fernsehen. Okay, also, das ist die Lasergeschichte hier und ich glaube, jetzt spätestens habt ihr verstanden, warum ich das im Stream gemacht habe, weil es ist halt, also das wäre so maximal spannende Arbeit noch für einen Zeitraffer vielleicht. Ich bin sogar versucht, das einfach mal für eine Seite zu machen, aber irgendwie, ich kann es auch einfach im Stream fertig machen, oder? Also ist mal ehrlich, das ist jetzt nicht die Arbeit, die man sehen will. Vor allem, wenn man sich versetzt, wird es richtig eklig, denn diese Scheißteile brauchen ewig zum Abbauen. Das ist schon fast so schlimm wie der Fußboden, wenn es ums Abbauen geht. So, aber, oh nee, jetzt bin ich in so eine dumme Lücke reingefallen. So, wieder eine Seite fertig. Gott, es gibt echt Schöneres. Das Geile muss er dann auch auf der Decke machen, ne? Da habe ich auch schon einen vorbereitet, wie das später aussehen wird. Ja, aber ich glaube, wird ganz fancy. Also man könnte sogar noch mehr Laser reinstellen, wenn man noch Kabel in das Teil hineinbauen würde. Das möchte ich aber persönlich nicht, weil ich möchte mich manchmal einfach hier hinstellen und mich ein bisschen umgucken und sagen, heilige Scheiße, ich habe sie doch nicht mehr alle. Das ist so, das ist die Bereicherung, die man auch manchmal als Minecraft-YouTuber braucht, habe ich das Gefühl. So, ein Drittel von dem Scheiß ist fertig. Wir können die nächsten herstellen. Die braucht es halt für diese Advanced-Dinger. Das Tolle ist, ich kann fast alle oder auf jeden Fall überraschend viele Elemente, die man für dieses Solarpanel benötigt, auch herstellen aus U-Matter. Und das ist cool, weil das bedeutet nämlich, dass wir später die quasi sowas, so eine Megaprojekt-Style-Factory haben. Also eine Factory, die aus Strom über U-Matter etwas herstellt, um mehr Strom herzustellen. Leider kann man hier nicht alles aus U-Matter herstellen, oder Gott sei Dank, weil ansonsten wäre es, glaube ich, auch ziemlich langweilig. Aber bis zur Creative Drum ist es halt noch ein bisschen. Beziehungsweise auch gar nicht mehr so weit. Ich habe vor kurzem mal nachgeguckt. Wir sind da bei manchen Dingern wirklich näher dran, als wir denken. Also es gibt wirklich mittlerweile so Teile, wo ich sage, okay, die Zeit, die ich jetzt hier in U-Matter rein investiert hätte, hätte ich die in andere Dinge rein investiert, dann wäre die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass wir da tatsächlich in Kürze, also wir sind schon ziemlich gut. Das muss ich an der Stelle auf jeden Fall mal festhalten. Und ich glaube, jetzt machen wir einen kleinen Zeitraffer, wo ich die letzte Seite fertig baue, weil das kann sich ja keiner ansehen. Bis gleich. Okay, meine Damen und Herren, das muss lustig ausgesehen haben, denn ich habe tatsächlich den Raum jetzt soweit fertig. Ging doch schneller als gedacht. Das sind alles Laser, die mit 40 RF pro Tick hier in diese Mitte reinballern, wo wir zwei Tables haben. Warum? Das ist der Inhalt für eine andere Folge. Aber ja, ich habe jetzt oben ein Loch drin gelassen, damit ich da durchfliegen kann, wenn ich hier rein möchte, um mir das irgendwie anzugucken. Und unten habe ich ein Loch gelassen, um hier vernünftig reinzukommen, wenn ich die ganze Sache dann später noch verkable. Hier unten mittlerweile ist auch der Boden weg. Sodass wir auch hier nochmal alles anschließen können. Und eigentlich ist die Grundregel für uns jetzt sehr, sehr easy. Wir müssen nämlich nicht viel beachten, bis auf die simple Tatsache, dass wir diese einzelnen Kabelstränge, also hier werden auch gerade nochmal mehr Kabel produziert, aber das dauert halt leider einen Moment, nicht miteinander verbinden dürfen, weil die pro Kabelstrang quasi nur so und so viel RF
also 8000 an der Stelle, verbreiten können. Und so eine Seite, habe ich ausgerechnet, kostet halt irgendwie 6000 oder so. Und deswegen müssen wir die alle getrennt zu dieser Masterkabel führen, das ich irgendwo hier oben in der Mitte aufbauen werde. Aber ja, also so ungefähr sieht der ganze Apparat aus. Ich muss natürlich nicht sagen, um wie viel mal besser der ist als das, aber so für den Anfang ist es, glaube ich, schon mal ein ganz guter Anfang. Und ja, sieht eigentlich ganz, ganz smart aus. Das ist 100-mal schneller, glaube ich, als der Scheiß hier drüben. Glaube ich. Müsste man mal ausrechnen. Okay. In der Mittelzeit, ich raste gleich aus wegen dieser Lautstärke, Alter. Ich muss gleich mal rausgehen und sagen, hey, mach mal diese Scheiße leiser. In der Zwischenzeit müsste aber auf jeden Fall das hier so weit vorangeschritten sein, dass nur noch 3 Stück fehlen. 3 Stück und dann haben wir es eigentlich geschafft. Das möchte ich in dieser Folge noch mit euch zusammen erleben, bevor ich mich erhebe und einmal laut maule, weil ich mein eigenes Wort vor der Fernsehlautstärke bald nicht mehr verstehe. So, gut, die letzten 3 Boards haben wir beisammen und das bedeutet, wir können sogar live jetzt hier miterleben, dass wir, oder? Wie wir diese Circuitboards hergestellt bekommen. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich meine, wir haben jetzt hier diesen Crafting-Prozess und ihr seht jetzt Crafting 2 und das müsste eigentlich gleich damit gewesen sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Das dürfte jetzt nur noch ein paar Sekunden dauern und dann sehen wir, wie die ganzen Quantum-Panels dann fertig hier ausgegeben werden, oder? Müsste doch eigentlich, oder? Bin mal gespannt. Jetzt noch 1. Dauert halt doch ein bisschen länger, als man will, ne? Ich weiß auch schon, dass ich schon ein paar da habe, ne? Ja, genau. 2 sind auch schon fertig. Kann ich schon mal rausziehen. Tja, Leute. Wenn das hier durch ist, dann habe ich meine nächsten Quantum Panel. Ist ja ein Träumchen. Was ich auf jeden Fall schon mal mache, ich baue das hier schon mal wieder ab. Denn Sonarium wird nicht unser größtes Problem werden. Das kann ich an der Stelle schon mal ganz sicher sagen. Sonarium wird nämlich jetzt durch diese Apparatur, die ich da gebaut habe, mit dem Auto-Forecraften, so viel produziert werden, dass es überhaupt kein Problem ist, bis zum nächsten Mal mehr Sonarium zu haben, als wir benötigen. Ihr seht, wie das hier immer wieder durchläuft, jetzt kommt gleich der nächste. Ein Prozessor kümmert sich darum, dass hier einfach immer wieder ein bisschen Sonarium nachproduziert wird, welches dann hier drüben in dieser Drawerbox hier, gespeichert wird und für uns bereit liegt. Nee, viel wichtiger für uns ist die Produktion von Iridium, weil das halt der limitierende Faktor für alle weiteren Quantum-Solar-Panel sein wird. Denn wir benötigen nur mal zur Herstellung dieses Zeug hier. Und das bedeutet, man benötigt irgendwo, wo braucht man denn in diesem Schritt das Iridium? Irgendwo braucht, ach hier, genau, braucht man jeweils 8x4, oder? Ja, 32 Iridium braucht man für eine solche Platte. Und man braucht halt 32 mal 2 für ein Ultimate sind 64. War's das schon? Nee, genau. 64. Und dann, also man braucht quasi 8 Stacks Iridium pro Quantum Solar Panel. Und das ist halt der limitierende Faktor. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das heute geschafft haben. Denn das Ding hier wird hier gut weiterlaufen. Aber was jetzt auch gut läuft, und da freue ich mich schon drauf. Guck mal, können wir jetzt alle mal einfach mal anschließen. Weil, ne, läuft ja. Läuft ganz gut, würde ich sogar behaupten. Jetzt machen wir gerade schon 3-mal mehr UUmatter. Und bei dem ersten können wir jetzt anfangen auszurasten. Guck mal. So. Das heizt wie Omi auf dem Motorrad. Wir machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5-mal so viel UUmatter wie davor. Und ich hoffe, dass wir damit halt diesen Prozess hier weit genug upgraden konnten, dass entweder der Strom hier endlich mal das Problem wird oder wir halt tatsächlich ja mittlerweile so viel UUmatter machen, dass wir bis zum nächsten Mal, ich meine, wenn das Ding hier voll ist, das sind ja 8 in der Breite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eigentlich 9, dann sind das wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also einmal diese Kiste füllen mit Iridium sind 6 weitere. Das machen wir jetzt 5-mal oder nur 3-mal, reicht auch schon und dann haben wir eine UUmatter-Produktion, die einfach alles in den Schatten stellt. Und das Ding da hinten wird auch alles in den Schatten stellen, aber erst, wenn es soweit ist. Deswegen sage ich an dieser Stelle, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge, die ich erst in der Woche oder so aufnehme, weil ich wieder auf der Gamescom, in der nächsten Folge werden wir dann mal reinschauen und mit dem ganzen Iridium unsere ganze Geschichte nochmal auf ein ganz anderes und sehr, sehr schnelles Level upgraden. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen, macht's gut, bis bald und ciao!